Besitzt du ein Boot und bist zusätzlich noch Angler, dann solltest du dir dieses Video definitiv angucken. Du kennst sicherlich auch die Problematik, dass es keine Befestigungsmöglichkeiten auf dem Boot für dein Angelzubehör gibt. Zum Beispiel weiß man nicht, wo man die Angelrute abstellen soll, dann hat man noch einen Kescher dabei, die Köder, den Fischtöter, die Zange. Und wenn man sich später noch entwickeln möchte und ein Echolot kauft und die Geberstange dazu kauft zu dem Echolot, dann fehlen die Haltevorrichtungen auf dem Boot. Wir haben die Lösung für dieses Problem. Ein neues Halterungssystem speziell für alle Boote. Das System besteht einmal aus der Halterung und dem Zubehör. Hier gibt es sehr viele verschiedene Halterungssysteme, abhängig davon, wie die Halterung auf dem Boot angebracht wird und wo die Halterung angebracht wird. Diese Halterung ist beispielsweise eine Halterung speziell für Schlauchboote. Diese wird auf die Bootshaut mit PVC-Kleber aufgeklebt. Es gibt aber auch Halterungen beispielsweise, die man auf die Sitzbank oder auf harte Oberflächen draufschrauben kann mit selbstziehenden Schrauben. Oder es gibt auch Halterungen, die kann man am Heckspiegel dran klemmen. Oder auch spezielle Halterungen für Kajaks, wo man die an so C-Profilschienen festklemmen kann. Im Grunde gibt es wirklich für jedes Boot die passende Halterung. Wenn man die Halterung dann einmal auf dem Boot montiert hat, kann man das Zubehör mit diesem Verriegelungsmechanismus einmal entriegeln, sodass das Zubehör abnehmbar ist. Und wenn man das Zubehör dann wieder reingesteckt hat, kann man es problemlos wieder verriegeln. Es gibt hier ein wirklich wahnsinnsgroßes Zubehörsortiment. Das hier ist beispielsweise jetzt der Rutenhalter. Hier wird dann die Rute reingesteckt. Und der Bügel kann hier zugemacht werden, somit ist die Rute dann fest am Boot angebracht. Dieses System hat sehr viele Vorteile. Und zwar könnte ich das beispielsweise auf mehreren Booten benutzen. Es gibt sehr viele Leute, die haben zum Beispiel ein Schlauchboot und ein Aluminiumboot und ich könnte jetzt einfach das Zubehör hier entnehmen und dann beispielsweise auf meinem Aluminiumboot weiter benutzen. So könnte ich Geld sparen. Dann ist das Ganze erweiterbar. Das heißt, diese Halterung ist jetzt nicht nur speziell für diesen Rutenhalter gemacht, sondern wenn man beispielsweise jetzt in der Zukunft merkt, boah, jetzt brauche ich jetzt doch eine andere Halterung oder ein Handyhalter oder ein iPad-Halter oder was auch immer, dann könnte man diese Halterung auch für dieses andere Zubehör benutzen. Dann ein großer Vorteil beispielsweise, wenn Sie jetzt ein großes Boot haben, da gibt es auch so Reling-Halterungen dafür, dann muss das natürlich vor Diebstahl gesichert werden und so könnte man das Zubehör dort einfach entnehmen, irgendwo fest verstauen und die Halterung ist sowieso so fest am Boot angebracht, dass die jetzt nicht entwendet werden kann. Wenn man jetzt mehrere Halterungen am Boot hat, so wie hier jetzt der Fall, dann kann man das ganze Zubehör natürlich auch umstecken. Das heißt, entweder kann ich es hier befestigen oder aber ich könnte es hier in dieser Halterung hier befestigen oder aber ich könnte hingehen und das in dieser Halterung befestigen. Also das ist halt wirklich der Vorteil, man kann es umstecken. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Halterung habe und hier drüben eine Halterung habe, dann kann es immer sein, dass ich es vom Schleppen zum Beispiel auf die Seite meinen Rutenhalter haben möchte und wenn ich dann die Richtung drehe, dann könnte ich den Rutenhalter auch einfach in die gegenüberliegende Halterung reinstecken und könnte ihn dann so weiterhin benutzen. Wenn Sie sich einmal für dieses Fastensystem entschieden haben, dann haben Sie in Zukunft wirklich keine Sorgen mehr, weil im Grunde ist für jeglichen Bedarf gedacht worden. Es gibt im Moment schon ein Riesensortiment an Zubehör, das was in der Zukunft immer stetig weiter wächst und es gibt auch Fremdhersteller, die dann spezielle Adapter erstellen, wo man diese dann auch auf diese Halterungssysteme benutzen kann, beispielsweise Positionslampen von Lonaco oder Handy- und iPad-Hüllen von Armor X gibt es. In der Zukunft wird es immer mehr geben, es ist im Moment wirklich ein totaler Run auf dieses System, weil es gab immer diese Problematiken, dass man auf dem Boot gewisse Sachen nicht befestigen konnte und dieses System ist wirklich total einfach und zukunftssicher. Da ich den Artikel jetzt schon in der Hand habe, würde ich einfach noch ein paar mehr Details speziell zu dem Rutenhalter erklären. Und zwar ist dieser Rutenhalter kippbar. Es befindet sich hier eine Handschraube, die man löst. Innen drin befindet sich eine Feder, die das Ganze hier auseinanderdrückt und dadurch kann ich den Rutenhalter kippen.
Das hat dann den Vorteil, beispielsweise in der Position würde ich das dann zum Schleppen benutzen. Und wenn ich hier das komplett in die aufrechte Position stelle, dann kann ich hier meine Rute nur abstellen. Beispielsweise, wenn ich die Position beim Angeln wechseln möchte. Wie jedes Zubehör ist der Rutenhalter auch rotierbar. Dazu muss ich das Ganze entriegeln, den Rutenhalter rausstecken und in der gewünschten Position kann ich ihn dann wieder reinstecken und dann verriegeln. Das Ganze geht 360 Grad. Das kann wichtig sein beim Schleppen. Beispielsweise, da brauche ich genau die richtige Position, dass ich noch beim Fahren die Rutenspitze dann beobachten kann und beim Fischkontakt sofort die Rute in der Hand habe. Zusätzlich kann man seine Rute auf dem Halter verriegeln. Also, wenn ich die Rute jetzt hier reinstecke, dann gibt es hier einen Verriegelungsschieber. Den kann ich hier verschließen und dann kann die Rute wirklich nicht mehr rausfallen. Es ist schon einigen Kollegen, auch mir schon mal passiert, jetzt nicht bei dem Rutenhalter, aber damals, wo es diese Systeme nicht gab, dass ich eine komplette Rute verloren habe. Und professionelle Angler, wofür das System natürlich auch gemacht wurde, die investieren halt in Unmengen an Geld an die Rute und Rolle. Und da ist es wirklich das Ärgerlichste, wenn so etwas mal zu Wasser fallen sollte. Auf der Unterseite befindet sich nochmal so ein Bügel. So, wenn ich so drehe, kann man es besser sehen. Und zwar kann ich den hoch machen, dann rutscht die Rute komplett durch. Oder aber ich kann das verriegeln, dann rutscht die Rute nicht mehr durch. Das kann bei Baitcast-Rollen beispielsweise wichtig sein. Oder bei Fliegenrollen, so dass man möchte, dass die Rolle noch draußen bleibt beispielsweise. Wünschst du weitere Informationen, dann klicke entweder unten auf den Button, abonniere unsere Webseite bei Facebook oder Instagram oder besuche direkt unsere Homepage auf www.lotu.de.